der kleine Wollnarm. Inzwischen ist er groß geworden. Und auch die hier. Die gedeihen ganz prächtig. Neintein, ein echter Kerl, hat 16 Kinder gezeugt. Ein richtiger Potenzprotz. Und trotzdem ist seine Laune mies, als wüsste er, seine Ehre ist in Gefahr. Da kommt einer zurück nach Leipzig, Wollnarm. Und die Vorbereitungen laufen schon. Holger Wust und Dieter Jäger. Na, mein Freund, wie sind wir denn gelaunt heute? Die checken schon die Lage. Ja, sind wir gut drauf? Ja, ist ein Mast. Wenn die Schläfendrüse läuft und wenn der Urin tröpfelt, ist eine sehr günstige Zeit, wenn du nicht rangehst. Das heißt, dass es viele Bullen gibt, die während der Mast völlig aus dem Ruder laufen, die nicht mehr auf die Kommandos hören, weil die vermutlich ganz schwerwiegende Kopfschmerzen haben, sich irgendwie wie die Größten fühlen, weil sie keine Angst kennen. Werden wir gleich sehen, wie er mitmacht oder nicht mitmacht. Ist gut, Neuten. Bist du heute lieb? Pass auf. Auch noch in der Mast, der Bulle. Im hormonellen Überschwang. Na, den Futsch. Vorsichtig. Mit Bullen vermeidet man besser ungeschützten Kontakt. Kein Mensch ist ihnen körperlich gewachsen. Target. Linien. Das ist das Falsche. Nein. Linien. Nein, den Tern. Geht doch. Nein, den Foot. Du musst bloß das Loch finden. Das ist hier. Hier ist das Loch. Genau. Er fügt sich. Ein bisschen widerwillig. Hier ist das Loch. Hä? Der verhält sich schon ein bisschen anders als sonst. Der ist ein bisschen impulsiver. Halt den Fuß mit dem anderen Fuß. Oh, ist das ein feiner. Also ich sag mal so, wenn ein Konkurrent dazukommt, ist es so, dass die sich nicht direkt berühren oder mir die nicht zusammen auf eine Anlage lassen. Das gibt es zwar, dass auch in anderen Zoos zwei Bullen zusammengehalten werden, also gemeinsam auf einer Anlage, die beide erwachsen sind. Hier würde das erstmal so sein, dass die sich sicherlich nicht berühren können. Die können miteinander reden und die können sich ja akustisch und geruchlich. Danke. Können die sich ja trotzdem begegnen. Die können sich bloß nicht anfassen. Guck du nicht so. Na, ich weiß, du guckst ganz anders. Auf Abstand bleiben. Hier geht's um Kräfte, die ohne Hilfe nicht zu handeln sind. Der Schwerlastkran. Inzwischen auf Position. Auch in der Ruhe. Guten Morgen. Liegt viel Kraft. Aber um plump Lori Mercedes. Hallöchen. Da wird gerade nur Wirbel gemacht. So, wo ist Frau Plumpi? Hier ist mich. Maria Bischof. Eigenartig ruhelos. Bist du hier? Ah ja. Bleib sitzen. Lass dir Zeit. Machen wir das hier mal noch ein bisschen schick. Sie putzt und wienert plump Loris Stube rein. Blitzblank soll alles sein. Ein Aktionismus. Aus gutem Grund. Ach, ja, also wenn man sich jetzt unser Gehege anguckt, denkt man auch ein bisschen, was denn hier passiert? Großreinigung? Ja, hier war Großreinigung. Beziehungsweise wir haben gesagt, wir müssen den ganzen Schrabel hier loswerden und raustun. Also das bedeutet das ganze Laub und die ganzen Äste, die heruntergefallen waren. Und wir sind in ganz großer Erwartung. Beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Mercedes. Und wie wir ja wissen, sind Plumplori-Jungtiere so klein, also 25 bis 33 Gramm. Das ist ein kleiner Floh und die sind optimal getarnt. Und unsere Angst ist einfach, wenn die auf dem Boden liegen und wir haben diesen ganzen Laub und dieses ganze Gerümpel noch hier im Käfig, dass wir es nicht finden. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob sie Lust hat, um mal was zu naschen. Hallo? Ist in anderen Umständen. Wir probieren es mal mit einer Heuschrecke. Ja,
Erzähl das. Komm noch mal raus, Süße. Jetzt war ich erschrocken. Das ging aber schnell. Komm, wir wollen dich sehen. Ja. So eine hübsche Baby. Komm her. Ah, daneben. Mercedes war schon mal Mama. Ein Smart. Aber der ist ausgezogen. Sehr gut. Hier fehlt jetzt nur noch der Benz. Plumbloris ist ein Einzelgänger. Und wie bei vielen Tieren in der Natur, in der Tierwelt, gebären die Frauen alleine. Ja, also da kann man den Mann nicht gebrauchen. Und der Benz würde einfach nur stören. Und da wir ja immer hier den Schrabel rausgeräumt haben, haben wir auch gleich einen Benz genommen. So gemein das jetzt auch klingt, aber Benz stört. Und ich glaube, Mercedes genießt es eigentlich auch ganz sehr, weil jetzt hat sie alles für sich und muss den Dicken nicht auf Abstand halten. Und für ihn selbst ist das auch okay. Erster Sohn, nun auch der Gatte. Maria hat gerade Schiff gemacht. Eine frische Brise. Darauf haben die Zwergflamingos ein halbes Jahr warten müssen, bis die Brutsaison vorüber war. Eier gab's viele und 5 Küken. Die gehören jetzt zu Irinas Vogelschar. Also wir haben insgesamt 12 Futterstellen, einfach damit die Tiere sich aus dem Weg gehen können und auch die nicht so dominanten Tiere auch fressen kriegen. Die stehen dann auch sehr weit auseinander, so dass die sich halt wirklich nicht da irgendwie behaken oder so. Und damit gehe ich jetzt raus ins Wasser. Der erste Freigang nach dem Winter. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Geht los. Dass keiner vom Weg abkommt. Zwergflamingo-Nachwuchs. In Zoos gibt's den ganz selten. Leben sonst an großen salzigen Seen. In noch größeren Kolonien. Aber mit ein bisschen Fantasie. Hat was von so einer Nordsee irgendwie. Es ist halt einfach schön zu beobachten. Na, und vor allem, wenn auch die Kleinen so mitmachen, ist schon schön. Sie mausern sich. Und lernen gerade, auf eigenen Beinen zu stehen. Lief doch ganz gut, Stefan, wa? Na, warte mal 3 Minuten, dann starten die los. Na, der Flamingo an sich ist jetzt nicht gerade so das klügste Tier, um es mal vorsichtig zu sagen. Und gerade die Küken, die waren ja jetzt ganz... ja, neu auf der Anlage halt, die kennen ja gar nichts. Und ja, die geraten halt auch schnell in Panik, wenn die jetzt auf immer alleine dastehen irgendwo. Da braucht man halt genug Leute, die so ein bisschen in die richtige Richtung drücken. Und aber jetzt laufen die eigentlich wie geschmiert. Und einer ist immer der Erste. Und so in 15 Minuten ist es ganz ruhig, dann machen die Ersten schon ihr Mittagsschläfchen. Sei es echt schön eigentlich. Na gut. So schön es auch ist. Auf Wiedersehen. Und Irina kann sich freuen. Da sind nämlich noch 2 Küken geschlüpft. Nein, Teilen ist kein Gruppentier. Und dennoch kriegt er gleich Gesellschaft. Draußen rollt ein Transport durchs Tor aus Heidelberg. So schwere Fracht. Bei Roy Smith ist sie in guten Händen. Hier drüben sieht's gut aus. Passt, da sitzt bloß auf. Hat einen Elefantenbullen geladen. Wollnam. Der gute Junge kehrt zurück. Nach Haus. Das Problem bei diesen Bullen ist, man kann nur. Die müssen sich bewegen können für die Verdauung. Und wir können nur begrenzte Medikamente verwenden. Und wir können ihn auch nur begrenzt futtern. Und die nachts machen die Probleme. Also die schlafen vielleicht 3 Stunden und dann testen die, ob alles wackelt. Und wenn was wackelt, dann arbeiten die daran. Und die haben natürlich gewaltige Kräfte und die können auch ihre Zähne abbrechen. Ne? Noch wirken die Beruhigungsmittel. Aber Bummeln ist jetzt trotzdem nicht. Nach 7 Stunden Fahrt. Wollnam muss raus aus der Kiste.
sich die Beine vertreten. Das ist ein sehr schönes Tier. Guck deinen mit großen Augen an, also der ist munter. Genau, Vorsicht! Allein 5 Tonnen wiegt der Container. Und wohin am, ist er auch noch drin. Er hält jetzt hoffentlich ganz still. Ja. Jetzt mal ein bisschen abseits von der Tür hinsetzen, dass wir die Türen aufkriegen, ja? Pass auf, nichts zwischen Mauer und Container. So, wo sind die Pfleger? Holt euch was zum Futtern, zu beruhigen. Wo willst du hin, Wachbuch? Ich will erst die Türen aufmachen. Pass hier drüben am Haus auf, dass da keiner dazwischen steht. Ist fast geschafft. So. Machst du Rampe ran oder lassen wir ihn so laufen? Über die so laufen, der braucht den offenen Verlag. Wohin haben? Ein richtiger Mann geworden. Auch der wird noch groß. Ein Zwergflamingo. Hat sich erst vor ein paar Tagen aus dem Ei gepellt. Lebt in der Vogelaufzucht. Aber was hast du gesagt, hat jetzt unser Großer? Der hat jetzt 176 Gramm. Da ist noch einer. Bisschen größer. Und wohl noch hungriger. Das ist eine Futtermischung aus gekochtem Eigelb, ein bisschen Pflanzenöl, also Maiskeimöl haben wir da drin und ein paar Vitamine und ein bisschen Wasser, dass es eben breiig wird. Das wird mit einem Mixer zerkleinert und dann eben in die Spritzen abgefüllt, so ein bisschen portionsweise. Wobei jetzt für den größeren Flamingo die kleine Portionsspritze nicht mehr reicht, da müssen wir jetzt schon hier 1,5 nehmen. Und das ist jetzt wirklich bisher das Einfachste an Formel, was wir gefunden haben. Und wie gesagt, das funktioniert, das ist wirklich prima. Genau, und jetzt gehen wir mal vor und gucken, die Kleine, dass wir das in den Flamingo reinbekommen. Er hatte schon vor 10 Minuten. Hallo, hallo. Na, Rosa? Jetzt ist der Große dran. Er schluckt gierig, was er kriegen kann. Machen. Liegt da immer noch relativ viel oder liegt, aber ja, das haben die in der Kolonie. Wenn er hier natürlich wenig Beschäftigung hat und gerade satt ist, dann legt er sich auch mal hin, aber auch ansonsten. In der Kolonie ist es auch so, dass sie mit ihren Eltern irgendwo Schritt halten müssen und das müssen die natürlich auch ganz klar lernen und nur auf dem Raum hier die ganze Zeit passiert da eben nicht so viel. Und wir müssen aber doch auch gucken, dass sie sich wirklich bewegen. Na, ihr Herzchen. Kleine Nachzügler. Müssen nun vom Menschen lernen. Auch die Füße, hä? Was ein richtiger Flamingo ist. Bitte sehr. Komm mit, komm. Ja, bei dem ist das ein bisschen einfacher. Der genießt das noch, dass er immer mal ein bisschen was drumherum hat. Wie wenn die Eltern sich sozusagen zum Küken setzen und auch über das Küken setzen oder stellen. So, und da gehen wir jetzt mal raus in die frische Luft. So ähnlich wie in der großen Kolonie. Mercedes. Noch ein bisschen ungläubig, dass der Benz hier nicht mehr ist. Kann in aller Seelenruhe ihres Weges gehen. Und tun, wonach einer Schwangeren zumute ist. Nummer 2, Hallöchen, Popöchen. Also Benz hat jetzt ein Einzelzimmer bekommen, um das mal schön auszudrücken. Im Hinterstübchen. Ach, ich sehe ihn. Steckt der Gemahl. Genau. Und zwar? Seit gestern erst. Hier oben. Ich glaube, da läuft er gerade. Ja, ist noch alles neu. Nimm's nicht so schwer. Fein. Hast du? Prima. Ja. Ich hatte
hatte gestern den Benzlein mal gewogen. Er wiegt 588 Gramm. Oh mein Gott, dachte ich, kleiner Pummel, der hat nämlich so die extra Portion Insekten für unsere Mercedes gleich mal mit eingeheimst. Und so sieht er auch aus. Und also er fühlt sich auch schwanger an. Und das geht nicht. So. Schönes Dilemma. Benz, Diät, es gibt Tomate. Er wird kurz gehalten. Ja, wir haben das jetzt extra auch ein bisschen hier vorne hin gemacht. Oh, Mist. Jetzt ist es dunkel. Vielleicht kommt er heute Nachmittag raus. Und das bleibt abzuwarten. Also wir vermuten ja, ne, dass sie jetzt ungefähr am 150. Tag ist. Ne? Dann kommt die Geburt. Naja, und dann muss ungefähr 3 Monate warten. Aber Hauptsache, alle sind glücklich. Er hat erst mal was zu verdauen. Arme den Ast hier, das muss schon mal gucken. So. Ist ja nur eine Trennung auf Zeit. Und nur solange Mercedes ihr rundes Bäuchlein pflegt. Hau rein. Alles stille Reserven für den Alltag. Bald wieder mit Familie. Auch Nein teilen, der Elefantenbulle. Nur noch Zaungast. Jetzt müssen wir die Ketten. Wollen. Ansprechen. Hallo, Boy. Alles gut, Boy. Alles gut. Woynam war am Bein fixiert für den Transport. Hätte sich sonst bös verletzen können. Nun gibt Roy Smith ihn wieder frei. So, der ist lose jetzt. Probier mal. Nun ist es nur noch ein Schritt in sein altes Zuhause. So. Aufpassen. Nicht, dass er hochschmeißt. Und wieder starten. Schieber auf. Mach ich. Die Pfleger aus Heidelberg. Sie haben ihn 5 Jahre lang behütet. Beim Erwachsenwerden begleitet. Nun bringen sie ihn zurück. Als großen, potenten Kerl. Nach 5 Jahren und dem langen Transport ein erstes Wiedersehen auf Leipziger Boden. Und noch wackelig auf den Beinen. Also, gib ihm heute noch ein bisschen Heu und vielleicht ein Ast oder was. Sonst nicht. Der muss bewegen, der muss Kot absetzen. Ein bisschen von Leintains Ration. Der hinten ist sowieso irgendwie aufgeregt, die letzten Wochen schon. Und die können sich auch versuchen, über eine Distanz zu dominieren. Da werden die schon so ihre Marken absetzen. Aber das müssen wir jetzt erstmal abwarten, weil ihm muss jetzt erstmal die Verdauung wieder ein bisschen in den Gang kommen. Ein bisschen ausschlafen, Ruhe und mal gucken. Der Abschied. Äpfel aus der Provence von Heidelberg. Am Ende einer aufregenden Reise mit dem Elefantentransporteur. Ich glaube, wir sind bei 251 jetzt. Aber jedes Mal ist eine neue Challenge. Die Herausforderung. Für Woynam kommt die erst noch, sobald sein Rausch verflogen ist und sein Dienst im Bullenstall beginnt. Oh, was denn? Kleines Training. Auch mal, ne? Guck mal hier. Für die Flamingo-Zwerge. Man sieht, das sind 10 Tage Unterschied. Also das ist schon ein Riesengrößenunterschied. Die wachsen schon relativ schnell. Entwickeln sich bei ihren Pflegeeltern. Ja, jetzt bist du gerade ein bisschen garstig, ne? Oh, oh. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen. Die sind nämlich auch untereinander garstig. In dem Alter. Ja, die kennen keine Freunde. Sind aus den letzten Eiern geschlüpft. Den Anschluss an die Gruppe haben sie so verpasst. Ja, das ist halt der Kontaktruf zu den Eltern, die dann wahrscheinlich normalerweise auch antworten können, damit man sich in so einer großen Kolonie auf jeden Fall auch nicht verliert. Das ist jetzt hier natürlich nicht angebracht und weder Kerstin noch ich können die Stimmen wirklich gut nachmachen.
Aber die wissen schon sehr genau, die hören schon ihre Eltern raus, damit sie jederzeit wieder hinfinden. Und normalerweise soll das dann auch funktionieren. Wenn wir uns dann bewegen, dann müssten die Tiere eigentlich normalerweise auch hinterher kommen, ne? Na, komm mal her. Ja, genau. Beim Großen klappt das schon ganz gut. Und der Kleine muss ein paar mehr Schritte machen. Komm mal her. Komm mal her. Doch. Jo, du musst uns folgen. Falsche Richtung. Komm mal her. Nee, komm mal her. Nee, komm. Komm, ja, jetzt klappt's, ne? Sieht gut komm. Aus. Hm? Füchsen, genau. Ne? Komm, Stücksen laufen. Wir gehen wieder hier lang. Jawohl. Genau. Jetzt kommt er aber hinterher. Jetzt will er den Anschluss nicht verlieren, ne? Genau, wir kommen wieder mit. Komm auf. So, Stückchen. Ja. Du bist ja ganz schnell geworden. Fahr noch einmal zurück und dann haben wir es für heute, denke ich, jawohl, geschafft. Jawohl. Ne? Weiter. Hä? Komm noch ein Stückchen. Ja, ist anstrengend. So viel Bewegung. Ja. Was bei den Tieren aber wirklich sehr gut ist, bei vielen Vögeln, wenn man die in die Handaufzucht nimmt, dann sind die irgendwann fehlgeprägt, dann sind die auf den Menschen geprägt. Das vergessen Flamingos Gott sei Dank relativ schnell wieder. Sodass wir hier auch nicht irgendwo eine Maske anziehen müssen oder so tun müssen, als wären wir Flamingo. Sondern dass es einfach so läuft, dass wir hier ganz normal auch Mensch sein können. Weil die Tiere, die dann irgendwann in die Gruppe gehen, die werden dann auch zum ganz normalen Flamingo. Ja. Wenn die weiter so gedeihen. Genau. Füße zusammenhalten, ne? Dann können sie schon bald zu den richtigen Flamingos. Der nächste Morgen. Im Elefantenstall ist alles friedlich. Und Woinam wieder ganz bei Sinnen. Das war ja. Alte Erinnerungen. Immer im Rüssel nach, aber der ist ja auch eigentlich auf der anderen Seite. Kommen da zurück. Die ersten Tage nach der Geburt. Vor 13 Jahren. Ein Dreikäsehoch. Noch unsicher, aber schon bald nicht mehr zu bremsen. Wird größer und älter und unberechenbarer. Bald schon zu kräftig für direkten Kontakt. Und so ist sein 8. Geburtstag der letzte hier. Ein halbstarker Junge. Back up. So, kannst du die Zähne angucken? Auf. Ruhiger ist er geworden. Sehr schön. Durch eine gute Schule gegangen. Okay. Wurzelmann, alles gut? Das ist langweilig, ne? Sein gutes Benehmen wird beeindrucken. Die Mädchen dieser Welt. Als Zuchtbulle soll er sich einen Namen machen. So ein Feiner. So. Schnuffel. Aber erst mal ankommen, die alte Heimat erkunden. So ein feiner Bulli. Und dann mal gucken, ob sich eine passende Braut finden lässt. Ist natürlich die Frage, ob über 30-Jährige, sag ich mal, dass so Damen im mittleren bis älteren Alter, ob die so einen Jungspund von 13 Jahren akzeptieren oder ob die sagen, werde du erst mal erwachsen und komm in 10 Jahren wieder. Das wird sich zeigen. Aber er hat Stoßzähne. Und wenn er ein bisschen Selbstbewusstsein mitbekommt, dann piekst er die Damen einmal in den Po. Und dann ist die Sache gegessen, dann machen die alles das, was der sagt. Aber immerhin, er ist erst 13. Also der hat noch sein ganzes Leben vor sich. Alles klar. Denk an den Stromzaun. Denk an den Stromzaun. Nein. Selbstbewusst ist er ja. Aber so leicht lassen sich die Mädels nicht vom Hocker reißen. Der Dallschafbock, der hatte schon sein Weib. Nun erwartet sie ein Kind. Aber er lässt ihr keine Ruhe. Ja, das ist jetzt natürlich doof, dass der die so jagt. Aber die wird jetzt interessant vom Geruch her für ihn. Aber sie schleimt eben jetzt auch, das war jetzt ganz deutlich zu sehen. Das ist wirklich kurz vor dem Gebären. Die letzten mühsamen Stunden bis zur Geburt in der nächsten Woche. Außerdem sehen sie dann auch die Riesenotter. Die werden getestet. Elefant, Tiger und Co. Natürlich wieder am Freitag. Also bis dann. Tschüss.